Moin Leute, der Rockshop heißt euch willkommen zum ersten Video des Rockshop Adventskalenders 2019. Wir haben heute den 1. Dezember und auch den 1. Advent, deswegen dachte ich mir, ich mache euch direkt ein kleines Geschenk. Ja, das hat sich ein bisschen gereimt. Egal, wir reacten heute auf die Single Straight to Hell von Ozzy Osbourne. Ihr habt euch ja auch schon gewünscht gehabt und deswegen dachte ich mir so, ey, machst du doch mal heute. Hast du extra noch ein bisschen aufgehoben, hättest du auch schon vorher bringen können, aber ich dachte mir so, komm, da hast du direkt einen guten Einstieg. Und ja, das ist jetzt die zweite Single des im nächsten Jahr erscheinenden neuen Albums von Ozzy Osbourne. Und ich würde mal sagen, wir labern nicht lange rum, sondern hören direkt rein. Und ich empfehle natürlich auch die Rockshop Spotify Playlist in der Videobeschreibung. Von daher schaut rein und gönnt euch dann auch heute zum ersten Advent passend die neuesten Updates und auch jeden weiteren Sonntag. So, dann labern wir nicht lange rum, sondern starten den Song. Wir haben ja auch auf Under the Graveyard reacted. Das fand ich ja sehr cool. Legen wir los. Schon mal ein sehr cooler Einstieg. Jawohl. Direkt mit Gitarre am Start, das ist gut. Und der Bass natürlich auch dabei. Ja, Mann. Drum ist schön mit dem Ridebacken, finde ich immer geil. Oh, geil. Der Bass. Diese Lache. Delay. Oh, zweistimmig, schön. Die Lache. Ah, ja, geil. Die Riffs sind auch sehr, sehr cool. Geil. Ja, ich mach mal kurz hier Stopp. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon das Ende des Chorus war oder ob das gleich noch kommt. Aber geil bisher, wirklich geil. Also gefällt mir von den Riffs auch schon viel besser als der erste Song. Beim ersten Song lagen für mich so ein bisschen die Stärken in den Clean Parts, in den Strophen, weil ich fand, dass die Akustikgitarre sehr gut mit der Stimme harmoniert hat von Ozzy. Im Chorus fand ich die Dynamik zwar auch cool, auch den Kontrast zwischen Strophe und Chorus. Aber an und für sich hat mir der Chorus jetzt nicht so gefallen, dass ich sagen würde, das wäre jetzt ein Song-Highlight gewesen. Es waren eher die Strophen mit dem Clean Sound und der Stimme drüber. In dem Fall finde ich jetzt auch, dass die Strophen immer noch am geilsten sind. Mit diesen Takten, wo er nur singt und im Hintergrund halt nur so das Schlagzeug minimalst eben mit Hi-Hat und Bassdrum so ein bisschen den Takt gibt. Und dann eben diese Breaks, wo dann die Gitarre reinkommt und die ganze Band quasi und das Riffing wieder losgeht. Das finde ich sehr, sehr geil gemacht. Das ist wirklich eine sehr, sehr coole Dynamik hier. Und auch sehr, sehr coole Riffs. Ja, und dann eben im zweiten Chorus diese hohen Stimmen noch mit dazu. Das war sehr geil. Auch dieser Pre-Chorus dann mit der Mehrstimmigkeit im Gesang oder im Gespräch in dem Fall. Und dann eben diese lustige Lache. Ja, sehr cool. Also wirklich sehr geiler Song bisher. Bin gespannt, was da noch kommt. Ein fettes Gitarrensolo oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es jetzt sehen. Wir waren nicht ganz fertig, der Chorus. Ups. Oh. Passt noch besser als ein fettes Gitarren-Solo. Schiller Break. Aber der mit Clean-Gitarre oder Akustik, weiß nicht. Oh. Oh, ist geil.
Hier finde ich auch den Gitarrensound deutlich besser als bei Under the Graveyard. Ich weiß nicht, ob der großartig anders ist, aber ich finde, er klingt sehr viel moderner, sehr viel klarer und auch sehr viel bissiger. Der andere war irgendwie so ein bisschen brummig-matschig. Zumindest hatte ich das Gefühl gehabt. Ich weiß auch nicht, vielleicht spielt mir mein Gehör da auch einen Streich gerade. Aber den Gitarrensound gerade ist bei dieser einfadenden Gitarre, die hier gerade das Riff spielt, ist mir aufgefallen. Ich finde den Sound hier wirklich viel besser. Vielleicht habe ich mich auch daran gewöhnt bisher, mittlerweile, ich weiß es nicht. Jawohl, da ist es. Jawohl. Geil. Ah, cool. Sehr, sehr cool. Ja, danke erstmal euch für die Empfehlung dieses Songs. Geil, ich feiere den. Finde ich fast noch cooler als den ersten Song, weil er einfach auch viel dynamischer ist. Also im Sinne von, also von der Dynamik zwischen jetzt ruhig und heavy und laut und leise und so von wegen abgehen und runterschalten. Da war der letzte Song besser, aber hier, der hatte ein bisschen mehr Drive so. Der hatte auch eine coole Dynamik in der Strophe, wie gesagt, durch diese paar Takte, wo wirklich nur Gesang war und dann nur Instrumental und dann nur Gesang, dieser Break, dieses Hin- und Herwechseln, das war sehr, sehr geil. Das fand ich wirklich unfassbar cool. Dann die Bridge war auch noch ein echtes Highlight und das Gitarrensolo am Ende hat auch nochmal schon reingezwiebelt mit dem Straight to Hell und so weiter drüber gesungen und auch den hohen Vocals da, die ich ja sehr schön auch, naja, untermalt habe mit meiner Performance. gern geschehen. nee, aber ohne Scheiß. Der Song, der hat mir richtig gut gefallen. Und ich meine jetzt, dass er mir auf den ersten Eindruck auch ein bisschen besser gefällt als Under the Graveyard. Und der war schon geil. Also ich bin gespannt, was da noch kommt. Dafür, dass ich Ozzy Osbourne irgendwie nie so krass auf dem Schirm hatte. Klar, mir ist sein Legendenstatus bestens bewusst. Aber so als, ja, also wirklich so als krassen Musiker im Sinne von, dass er mir auch zusagt, hatte ich ihn nie so wirklich auf dem Schirm gehabt, weil ich dachte immer so, ja, den gibt's halt, der ist halt krass so und halt krass Legende und halt Black Sabbath und sowas, ne? Und hier Crazy Train kennt man natürlich auch, noch ein paar andere Songs, Dreamer und so weiter. Aber ich habe ihn jetzt nie so wirklich auf dem Schirm gehabt als Künstler quasi in meinen Playlists, in meiner CD-Sammlung, abgesehen von einem Sabbath-Album, was ich habe. Aber ja, da habe ich scheinbar echt ein bisschen was verpasst. Also, es ist ja scheinbar, ich habe ein bisschen was verpasst und nicht nur ein bisschen was. Könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, wie eure Meinung dazu ist und was ihr von dem Album jetzt für einen Eindruck habt, wie es wird, ob es im Vergleich zu Ozzys alten Sachen krass wird, ob ihr denkt, so, ja, das ist zwar cool, aber da hat er schon Besseres rausgehauen. Ich habe schon ein, zwei Kommentare gelesen, wo es hieß, ja, im Vergleich zu den letzten Sachen, die er rausgebracht hat, soll das doch schon ziemlich krass sein, was hier gerade abgeht. Und krass ist es auf jeden Fall. Und ja. Lasst mir auf jeden Fall irgendwie noch Anregungen da und Kommentare und Meinungen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf, da ich mich, wie gesagt, im Aussie-Game nicht so auskenne. Lasst mir ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Abo da, wenn ihr auch den Rest des Adventskalenders nicht verpassen wollt. Aktiviert auch die Glocke, dass ihr immer Bescheid wisst, wenn was kommt, was ja aktuell jeden Tag sein wird. Und freut euch auf eine große Fülle an weiteren Videos. Und da würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Haut rein. Adventskalender off. Ich bin raus.